Wien 11, Gasometer, die Staatsmeisterschaft im Computerspielen. Von 35.000 österreichischen E-Sportlern kämpfen hier die Besten so um ihr Preisgeld. Einer brennt wieder! Wie alt ist der durchschnittliche Spieler? Also die Spieler, die wir haben, sind zwischen 14 und 29, wobei sich abzeichnet, dass die Profispieler, die jetzt wirklich sagen wir, den besten 5% sind tendenziell zwischen 19 und 21, klassische Studenten, die vielleicht mehr Zeit haben und auch nicht so nervös sind, wenn sie jetzt vor 500 Leuten antreten und spielen, weil es doch etwas anderes ist, als zu Hause zu spielen. 18.000 Euro stehen auf dem Kampfspiel. Denn neben FIFA 08 und World of Warcraft steht der Klassiker am Programm, Counter-Strike, beziehungsweise Counter-Strike Source. Mastino 10 von M10 Gamers, heute hier bei der ESL Pro Series, Alpenliga Finale, Schweiz gegen Österreich. Es wird brennen da drin. Ey, lauter Profis am Start, zieht euch ran. Let's go! Also dort sind die Schweizer, und drüben werden die Österreicher sein, da werden wir natürlich zusehen. Im Finale killen die Ösis die Schweizer. Wie war das möglich? Vielleicht liegt es an der Vorbereitung, vielleicht liegt es daran, dass wir einfach die besseren Einzelspiele haben. Oder vielleicht liegt es daran, dass einfach die bessere Tagesverfassung war. Aber im Großen und Ganzen, ich denke, es liegt am Skill des ganzen Teams. Und wie lange trainierst du täglich? Also ich persönlich spiele so knappe 40 bis 50 Stunden die Woche. Österreich hat gewonnen, yeah! Tschüss! Die World of Warcraft-Partie gewinnen diese Herren. Eine schnelle Reaktion brauchst du auf jeden Fall. Prinzipiell ist viel Übung, sage ich jetzt mal, und Geduld auch. Und dann gibt's da noch Herrn Wiska, Fußballer, analog sowie digital und übrigens FIFA-Spieler von Beruf. Ich stehe auf, trainiere meine 2-3 Stunden, gehe Mittagessen, trainiere nochmal 2-3 Stunden und am Abend gehe ich vorher noch Party oder ich spiele auch normales Fußball, gehe natürlich aufs Training, also es ist wie ein Job. Kann man so sagen, wie ein Bürojob. Man sitzt halt seine 5-6 Stunden am Tag und tut halt keine Verträge unterschreiben oder keine Briefe schicken und spielt einfach mal virtuell Fußball. Also Kinder, brav weiterspielen, denn in anderen Branchen gibt's eh immer weniger Jobs.